Weiß echt nicht, wenn wir von da unten eine Kriegsansage bekommen, dann würde ich. Oh Scheiße, nein, von da. Das sind die Krieger. Weißt du, Freundschaftsangebot und was machen die? Die greifen uns an. Da muss doch irgendwas zu machen sein. Echt nichts zu machen. Lagebericht. Es ist echt nichts. Beziehungen, scheiße. Wir haben Beziehungen zu der, die uns überhaupt nicht mag. Sehr schlecht. Mhm. Manchmal mit der Freundschaft verkünden, auch wenn's eine. Es tut mir leid, aber das wäre ein zu politischer Wandel. Vielleicht ein andern Mal. Auf Wiedersehen. Dann schicke ich denen jetzt Geld. Verlockend, aber nein. Dann nehme ich das. Der Ruhm und die Macht Frankreichs lassen sich nicht durch derart offensichtlich. Scheiße, ich hab die Kacke richtig mit der am Dampfen. Abkommen aushandeln. Das sieht nicht gut aus. Was kann ich für euch tun? Ein Angebot ist Frieden, versteh's doch. Ich will Frieden, nichts außer Frieden. Kann man nicht sagen, ihr kriegt 100 Euro pro Runde und dafür kriege ich Frieden. Weißt du, das möchte ich haben. Hier. Gerade läuft. Ich will Frieden, versteht's doch. Och. Fuck, die sind hier gerade richtig am Angreifen. Mhm. Und zwar bei allen Städten, Alter. Was sind das für Arschlöcher? So ja, wenn sie angreifen, dann gleich richtig. Ach, hier oben kommt übrigens das Richtige, oder? Sind das, na. Ja, muss erstmal bei der Hauptstadt was machen. Gut, nächste Runde. Hm. Forderungen stellen. Irgendwie. Oh, ich will Frieden, Mann. Ich will doch nur Frieden. Gegen Victoria, Tunte hier. Überraschungskrieg? Nein, will ich nicht. Abkommen aushandeln. Ich will Frieden, Mann. Mhm. Will, nee, Gold pro Runde. Geht es okay. Was ist denn das hier gerade? Automatisches Update, nein, danke. Hm. Nochmal automatisches Update, nein, danke. Okay, wir haben es nochmal. Und okay, es ist nichts kaputt gegangen, erstaunlicherweise. So, bevor die Lage hier komplett eskaliert, Leute. Hm. Gut, wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit, die Politik zu ändern. Machen wir das auch nochmal. Und zwar ist neu Fronarbeit. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ist mir auch egal. Plus 15% Produktion für Wunder der Antike und Klassik. Okay, und Militär? Einheits- und um. Erstmal hier, ich mache erstmal das hier, weil wir derzeit so überhaupt. Nee, so war's doch, oder? Hä? Genau so. Und wirtschaftlich lassen wir einfach erstmal alles so. 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 Drama und Dichtung, Mystik, politische Philosophie oder Spiele und Erholung. Was wollen wir nehmen? Chat und Frank. Entscheidet euch beide, wir nehmen den Dis.
Also, was war jetzt die Auswahl? Drama und Dichtung, Mystik, politisch und Spiele und Erfolg. Nee, Erholung, nicht Erfolg. Eure Entscheidung. Chat sagt Politik, also politische Philosophie und der Nehmer. Der Nehmer des. Bank sich nicht entscheiden kann und der Chat sagt, sagen wir es mal so. So, die hier brauchen auch noch ihre Aufgaben und zwar brauchen wir ganz dringend Verteidigung. War da. Rein theoretisch auch da unten, aber okay. Als ob, die greifen ja echt von überall an. Nächste Runde, fuck, wir sind praktisch verloren. Also das kann ich ja echt nicht irgendwie Frieden schließen mit den... Ja, das ist schwierig, sag ich doch, wenn man da nicht militärisch... Und die bilden so viele militärische Einheiten aus, das ist unglaublich. Weil den kriegt man denn ja... Dem ist... Der hat halt eine Beziehung zu der Kack-Französin und die ist bei mit mir gerade komplett... Die ist richtig verärgert. Basti, die macht mich kalt. Ich hab's euch gesagt, die Franzosen. Die sind ein heiles Verhängnis für uns. Alter, Kacke. Mhm. Bogenschützen hier. Geht nach da, bitte. Macht Idealfall die in der nächsten Runde halt. Kann ich irgendwie England nicht wegen militärischer Forderung? Dazu müsste es ja verbündet sein. Warum sind wir nicht verbündet? Kann ich denn eine Verbündung? Das kann man nur aushandeln. Freundschaft verkünden. Ja. Wiedersehen. Verpiss dich. Ist zu früh für eine Freundschaft. Es ist nie zu früh für eine Freundschaft. Mann, Produktion wählen hier unten. Jetzt brauche ich hier unten ja mehr als alles andere. Wir haben Bogenschützen, wir brauchen Krieger. Wir brauchen richtig hart Krieger. Und der muss jetzt noch da. Da haben wir jetzt Handwerker und... Ich glaube, wir haben einfach das Pech, dass ich... Los. Einer braucht Befehle, Wir können den Handwerker Fische bauen. Schiffe. Er weiß schon. Ach, irritiert mich ja alles. Ich hab denen damals geholfen. Die hatten Geld da. Macht nicht glücklich. Doch es was soll denn das? Die hatten da unten Probleme, echt harte Probleme. Ich hab denen geholfen und was machen die? Eine Kriegserklärung. Mann. Also Astrologie, Bergbau, Kartografie, Mathematik oder Reiterei. Vielleicht Reiterei, damit wir endlich mal wegen Militär auch ein bisschen. Reiterei, oder? Noch greifen sie nicht an. Ja, okay, noch greifen sie nicht an, aber wenn sie angreifen, bin ich am Arsch. Beziehungsweise sind wir am Arsch. Jetzt nicht nur ich alleine. Okay, ich sag mal, wir machen Reiterei, damit wir irgendwann mal die Möglichkeit haben, Glück zu haben. Das wäre schön. Du benötigst Befehle. Ich könnte die jetzt natürlich angreifen, aber es kommt garantiert nicht gut, wenn ich die jetzt angreife. Aber früher oder später greifen ja sowieso alle an. Damit hat der Krieg begonnen. Leute. Warum kann ich eigentlich... Warum geht denn das überhaupt? Na gut,
Hier hinten. So, nächste Runde. Die Runde machen wir noch, da kriegen wir garantiert. Okay, die haben sich zurückgezogen anscheinend. Gut, Leute. Den Krieg machen wir beim nächsten Stream weiter. Ich mache jetzt erstmal jetzt für die Aufnahme, Leute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Es geht jetzt wahrscheinlich so, wie ich schneide, wahrscheinlich direkt in die nächste Folge über. Also praktisch bis jetzt. Frank, auch noch verabschieden. Ich weiß ja nicht, ob du in der nächsten Folge dabei bist. Könnte sein, dass ich dabei bin. Ja, aber du weißt. Also vielen Dank, Leute. Habt einen schönen Abend noch. Eine gute Nacht. Tschüss. Ciao. So, da sind wir wieder. In Civilization 6 und Frank ist mal wieder dabei. Hallo Leute. Und das Ganze wie immer, also wie davor schon. Es müsste jetzt, glaube ich, direkt weitergehen von der letzten Folge, direkt übergehen. Auch wieder im Livestream. Also nebenbei werden wir auf den Chat eingehen. Ein bisschen und so weiter und so fort. So, wir haben ja letztes Mal sind wir ziemlich genau hier stehen geblieben. Und wir hatten ja ein dezentes Problem mit, das müsste, Arabien sein. Und, ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen mehr oder weniger informiert, also aus Versehen informiert. Und zwar liegt das daran, dass die uns jetzt, da ist jetzt so ein Patch rausgekommen. Und vor diesem Patch war das Problem noch größer. Da haben manche einfach, die waren im Frieden und haben ganz plötzlich Krieg angekündigt. Und jetzt mit dem Patch sollte das eigentlich behoben werden, der rausgekommen ist. Der ist auch schon rausgekommen vor 2-3 Tagen, aber anscheinend hat es nicht wirklich gut funktioniert. Aber wollen wir uns nicht von beeinflussen lassen. Ich denke, wir werden das schon irgendwie lösen können und werden hier nicht eingehen. Und wir haben ja auch den Chat und Frank, der uns hier helfen kann. Und ja, hier unten haben wir einen Bautrupp und der könnte jetzt eigentlich mal anfangen. Ist das ein Bautrupp? Hä, wo ist denn unser Bautrupp schon wieder? Ach, der ist hier auf dem Wasser. Okay, dann machen wir erstmal. Einheit benötigt Befehle und zwar die Bogenschützen hier. Und die könnten hier drüben angreifen. Das machen wir einfach mal. Okay. Dann schiffen wir nochmal ein bisschen mit unseren Schiffchen rum. Und okay. Warte, läuft Aufnahme alles? Erstmal gucken. Stream tue ich auch. Perfekt. Denn es kann ja nicht schief gehen. So. Nächste Runde. Ich würde es eigentlich gern mal. Was konnte man mit Handwerkern nochmal machen? Ich denke mal, das haben sie bloß umbenannt von Bautrupp in Handwerker. Dass die Straßen bauen können und Felder bauen können. Na, können sie halt. Also Straßen können die ja nicht bauen. Ach, ich eben. Aber die können jetzt mit einem Schiff sich bewegen, die Handwerker. Irgendwas scheint das neu zu sein. Mhm. Ah. So, die Krieger hier, die machen wir jetzt bald kalt. Die haben nicht mehr viel. Was vielleicht auch nicht so gut ist, aber wenn wir Arabien besiegen, dann sind die erstmal so eingeschüchtert, dass sie uns hoffentlich nicht mehr angreifen werden. Ich hoffe, der Plan geht auf. Ihr könnt natürlich auch gerne mal eure Kriegsstrategie in Chat schreiben. Das wäre sehr hilfreich. Und Frank, du kannst ja deine Kriegsstrategie auch gerne mal erläutern. Wenn du willst. Ich bin lieber auf Frieden gekommen, aber das klappt meistens nicht. Ja, das Problem ist halt, jemand angreift. So, England, bitte akzeptiert meinen herzlichen Dank für eure gütige Bemühung auf den Kontinent, den wir uns teilen. Auf Wiedersehen. Und wir haben auch noch ein Problem jetzt mit England. Und wenn wir richtig verkacken, dann greifen die uns alle an und, so. Also, das Problem ist, Chat hat geschrieben, ich kann dir noch keine sagen, denn ich habe das Spiel noch nicht geholt. Kam heute nicht raus. Na gut, dann kannst ja auf jeden Fall
Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Aber war bestimmt was Wichtiges. War. Deshalb hast du ja auch vergessen. Ja, aber wie gesagt, also wenn es dir irgendwie etwas günstiger holen willst und nicht irgendwie auf CD holen willst, weil es ja auch noch diese Deluxe Edition und so gibt, gerne auf Instant Gaming. Und ja. Perfekt. Auch natürlich hier an YouTube. Wo ich ja gerade aufnehme. So, nee, aber wenn die jetzt nun mal ein Kriegsding der Dungs da, die wenn die uns mal einen Krieg ankündigen, da kann ich ja jetzt nichts für. Ich habe ja denen eigentlich nichts getan. Eigentlich war mir ganz friedlich. Ich habe denen da unten ja sogar geholfen, während die gekriegert haben. So, in der Stadt ist irgendwas fertig geworden. Und da können wir jetzt was Neues produzieren. Monument, Kornspeicher, Campus, Handelszentrum. Gut, dennoch Siedler, Handwerker, Händler, Speer, Krieger, Galeere, Bogenschützen und Quadriere. Ach, weißt du so, wie lange das Spiel noch im Angebot ist? Krieger. Okay, Krieger, ja. Okay, super. Dann machen wir Krieger. Das Spiel, ich habe keine Ahnung, bei Instant Gaming ist es halt eigentlich immer runtergesetzt, aber ich weiß halt nicht, ich weiß halt wirklich nicht, wie, inwiefern, oh, mir fehlen heute die Worte, es ist aber auch schon spät. Ich weiß nicht, inwiefern, das so stark reduziert ist, vielleicht wird es auch noch stärker reduziert, aber ich denke jetzt zur Zeit noch nicht. Ich denke eher, das ist jetzt in nächster Zeit nochmal etwas, hochgeht nochmal vom Preis. Also ich denke so vielleicht so eine Woche, zwei Wochen, vielleicht wird es dann wieder ein bisschen teurer. Genau, musst ja noch Kairo vernichten, das stimmt auf jeden Fall. Das müssen wir machen. Aber ich denke, wenn wir hier alles, wenn wir hier genug Krieger haben, dann würde ich hier gerne einmal rüberziehen. Also Frank, wie findest du die Idee? Ja, einmal rüberzuziehen und Kairo dann richtig einfach komplett vernichten und dann einnehmen, bevor die uns hier noch mehr Probleme bereiten. Oder findest du das zu riskant? Nee, wenn wir gute Einheiten haben dann, und die auch befördert haben, dann rüber da. Gut, dann werden wir das wohl machen. Mir gefällt das Spiel echt gut, also. Die Kesseln uns sonst ein. So. Habe übrigens, das habe ich dir ja noch gar nicht erzählt, ich habe schon alle 7 Folgen, die wir gestern Abend aufgenommen haben, 6 Folgen, habe ich auch alle schon hochgeladen. Also, ich war heute echt produktiv. Ich hatte heute einen sehr produktiven Tag. Ich habe tatsächlich alles geschafft, was man so schaffen muss. Oh, fuck. Aua, aua, aua. Aha, 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 aha. Der nette Mann. Aha. Also, soweit sind wir jetzt. Pass mal auf, der möchte Frieden schließen mit uns. Für 30 Runden jeweils eine Münze. Und 18 Münzen sofort. Und jetzt frage ich natürlich zum einen Frank, zum anderen den Chat. Ich frage erstmal den Chat, damit Frank danach ganz in Ruhe sagen kann. Sollen wir dieses Angebot annehmen oder sollen wir das Angebot ablehnen? Das ist jetzt die Entscheidung vom Chat, beziehungsweise vom Frank. Frank, was hältst du von der Idee? Annehmen oder ablehnen? Ja, lieber, weil das kostet uns weniger, als wenn wir da Krieg führen müssen. Ja, aber wenn wir jetzt die Truppen schon vernichten, dann haben wir später eine bessere Chance einzunehmen. Genau. Ja, das ist echt doof. Ich denke, solltest annehmen, denn kannst in Ruhe aufbauen. Ja, im Grunde genommen können wir die auch vernichten, wenn die eine gute Mannschaft haben, wenn wir jetzt die Zeit haben, eine gute aufzubauen, ja. In der Zwischenzeit bauen die aber auch viele Einheiten.
Ja, aber es ist echt eine schwere Frage, ja. Ich sag mal,